dieses schöne Bild und die dahinterstehende Wirklichkeit, liebe Schwestern und Brüder, vom guten Hirten, das ist gestern im Evangelium schon angetönt und wird heute ja noch einmal in der Fortsetzung dieser Evangelienlesung vertieft. Der Hirt, der sich um die Herde sorgt. Das ist auf der einen Seite ein sehr idyllisches Bild und auf der anderen Seite wird uns ja permanent erklärt, nachdem wir nicht mehr von Schafen umgeben sind, dass uns dieses Bild nicht mehr so viel sagt, sondern dass es eigentlich als biblisches Bild ausgedient hat, weil es eben zu idyllisch ist. Dazu kommt eine andere Schwierigkeit, dass nämlich diejenigen, die die Herde bilden, nicht mehr Herde sein wollen und diejenigen, die die Hirten sein sollen, nicht mehr Hirten sein wollen. Nun, also, ist das Ganze entsorgt, haben wir sozusagen, können wir eine Seite oder zwei Seiten aus dem Neuen Testament herausreißen. Aber wenn wir anfangen herauszureißen, sollten wir vorsichtig sein. Am Schluss hat man nämlich das ganze Neue Testament zerrissen. Denn das ist schon eine sehr prägende Wirklichkeit, die Jesus hier anspricht. Und eines muss ja klar sein, auch wenn wir innerkirchlich von Hirt und Herde reden, geht es zunächst einmal immer um die Grundwirklichkeit, dass es eine Herde gibt, zu der alle Getauften gehören. Und dass es einen einzigen Hirten gibt, und das ist Jesus Christus. Aber er will natürlich auch, dass die Herde der Menschen aller Zeiten nicht verloren geht. Und man kann das am Verhalten Jesu sehr deutlich ablesen, dass er leitet, dass er sich sorgt und dass er zusammenhält. Immer wenn die Rede vom Hirten ist, nicht nur im Johannesevangelium, auch in den drei anderen Evangelien. Jesus sieht die Menschen und sie sind müde, sie sind erschöpft. Was tut er? Die drei Evangelisten vor Johannes berichten. Und er lehrte sie lange. Also er schickt sie nicht ins Wellnessbad oder in Urlaub und sagt, ach, jetzt seid ihr so weit mir nachgelaufen, das ist auch mal gut. Er lehrt sie lange, weil sie erschöpft sind, weil der Mensch genau das braucht, weil er nicht nur vom Brot lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also muss dieses Wort auch gesagt werden, es muss ausgerichtet werden, weil Menschen davon leben können. Aber Jesus lässt es dabei nicht bewenden, wie die Geschichten der Brotvermehrung zeigen. Jesus sieht sehr wohl auch die körperliche Not und er fordert dazu auf, das zu bringen, was da ist. Er selber hat es nicht. Jesus nimmt kein eigenes Brot aus der Tasche, das er vermehrt. Er nimmt das Brot, das er vorfindet, im Johannesevangelium, das eines kleinen Jungen. Und dann spricht er den Segen, was die Aufgabe des Hirten ist. Und er hält die Herde zusammen, indem er dem verlorenen Schaf nachgeht und es zur Herde zurückbringt. Das ist die Aufgabe des guten Hirten und Jesus hat diese Aufgabe vorgelebt. Und jeder, der sich Hirt nennt in der Kirche, sollte genau diese drei Punkte beachten und hat genau diese drei Punkte zu tun, aber alle drei. Nicht nur einen, der ihm vielleicht besonders gut liegt. Alle drei hat er zu tun. Auf alle drei hat er zu achten. Und ein anderer merkwürdiger Widerspruch ist ja, dass zwar niemand mehr Hirte sein will, aber plötzlich alle von Pastoral reden. Dabei ist Pastoral ja das lateinische Wort für Hirtenaufgabe. Es ist merkwürdig, dass gerade dieses Fach Konjunktur hat, aber es nicht mehr mit Inhalt gefüllt ist. Darüber sollten wir auch einmal nachdenken. Wenn wir gerade in dieser vierten Osterwoche diese Wirklichkeit des guten Hirten, wenn sie uns neu geschenkt wird, wenn sie uns neu aufgehen soll, dann müssen wir genau darüber nicht nur nachdenken, sondern unser Leben danach ausrichten. Wirklich auch die Hirten zu bestärken, dass sie nicht alles Mögliche tun, sondern ihrer Aufgabe nachkommen, wozu sie bestellt sind. Nicht zu diesem oder jenem, sondern zu diesen drei Punkten. Wenn man die Gebete der Weiheliturgien anschaut, dann benennen sie die deutlich.
Nur irgendwann, spätestens nach der Primiz, verliert sich das dann leider Gottes immer so schnell. Das wird eine Luftnummer. Es ist gut, wenn die Osterzeit genau diese Wirklichkeit nahe bringt. Des Hirten, der in diesem Leiden, Sorgen und Zusammenhalten sein Leben gibt und ihn deshalb der Vater liebt. Das ist eine sehr anspruchsvolle und eine wunderbare Tätigkeit. Und es ist auf der anderen Seite etwas sehr Gutes zu wissen, dass wir vom Wort Gottes als Herde genährt werden und dass sich Jesus auch um das körperliche Wohl sorgt und damit die Hirten beauftragt und dass er dem Verlorenen nachgeht, um selber gefunden zu werden.